Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Shadow of the Tomb Raider. Wir befinden uns gerade im Bergtempel auf der Suche nach der Schatulle von Ixchel. Unuratu hat mit ihren Leuten Ezli befreit, ist dabei aber selber gefangen genommen worden. Und während wir hier im Bergtempel nach der Schatulle suchen, haben wir auch mal wieder ein Grab entdeckt und wir kennen Lara. Das ziehen wir dann natürlich mal kurz noch vor. Und aktuell befinden wir uns auch in diesem Grab. In dem eingestürzten Tempel, so heißt zumindest das Lager hier. Und hier haben wir auch noch, muss ich jetzt mal schauen, hier müsste noch ein Überlebensversteck und ein Relikt liegen. Das sieht mir schwer nach Falle aus, Leute. Eieiei. Hier muss eine gewaltige Ich muss die Barrikade überwinden. Wir sollten sie immer erst zu Ende reden lassen, bevor wir unseren Überlebensinstinkt nutzen, weil sie dann immer Hinweise gibt. Hier liegt aber schon mal das Relikt. Eine primitive Puppe. Das scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Wir lernen wieder etwas Mam und die primitive Puppe gehört... Nein, die gehört nicht zur Tore der Hölle. Wahrscheinlich zum Alltag der Inka auch nicht. Wo gehört das wieder zu? Da müssen wir jetzt mal wieder schauen. Ja, wir haben mittlerweile so viele Sachen hier, dass man da echt nur noch schwer zurechtfindet. Das hätte mich auch gewundert. Ich glaube, nee. Auch hier gehört es nicht zu. Geheimnisse und Lügen auch nicht. Oh, das zieht auch immer meine Let's Plays in die Länge herauszufinden. Handgemachte Puppen. Aha. Ja, mal wieder eine neue Unterkategorie. Ich muss die Barrikade überwinden. Wahrscheinlich liegt dann auf der anderen Seite das Dokument. Ich muss die Barrikade überwinden. Nein, nicht das Dokument, das Überlebensversteck. Ich muss die Barrikade überwinden. Da müssen wir wahrscheinlich anzünden hier die Kanonen oder was ist das? Die schießt ja in die falsche Richtung. Ich muss die Barrikade überwinden. Welche Barrikade überhaupt? Diese hier. Durch den Rückstoß der Kanone vielleicht? Da stehen wir doch im Weg. Ich muss die Barrikade überwinden. Ich muss die Barrikade überwinden. Oder können wir die einfach darunter schieben? Ist ja schwer genug, oder? Ja. Einfacher, als es zuerst aussah. Galeone.
Wie kommt die in diese Höhle? Hör mal, das hast du dich im zweiten Teil schon gefragt mit der Gletscherkaverne. Unter Wasser, 100 pro. Jawohl. Oh, das hat viel gebracht. Wir haben ja alles voll hier. So ordentlich verkauft haben, haben wir hier unten schon wieder so viel voll. Das ist unglaublich. Wir müssen mal schauen, dass wir weitere Überreste finden, um Kleidungsstücke zu schneidern, oder dass wir uns mal die anderen Waffen kaufen und die dann ordentlich aufwerten, damit wir hier unten mal wieder Platz bekommen, weil so verkaufen wäre ja ein bisschen verschenkt. Gold haben wir außerdem genug. Ist das Relikt auch unter Wasser? Ja, ist es. Aber auf der anderen Seite dieser komischen Konstruktion. Sehr, sehr dunkel hier, Leute. Da können wir wohl irgendwie drauf. Ja, das Floß müssen wir auf jeden Fall darüber treten, damit wir da drauf klettern können. Ups, boah, den kräftigen Tritt drauf. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Ja, wie wir das machen, das ist klar. Wir müssen die Kanone darüber ziehen und dann lösen. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Wir müssen mal nur gucken, wie wir das machen. Und ich muss halt gucken, ob wir jetzt auf der anderen Seite sind. Sind wir? Können wir jetzt mal das Reflekt mitnehmen? Da können wir noch was aufheben. Und hier haben wir ein rostiges Schwert. Obwohl sie verrostet ist, erkennt man doch, wie hochwertig diese Waffe ist. Sie wurde vermutlich in Toledo gefertigt. Die Stadt war für ihre Stahlarbeiten berühmt. Die sieht aber sehr schartig aus. Die schartige Klinge deutet darauf hin, dass sie in etlichen Kämpfen zum Einsatz kam. Dafür brauchst du so lange? Ja, das ist auch
wieder mal so blöd gemacht. Wo gehört das denn jetzt zu? Eroberer könnte es sein. Ja, Eroberer. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Müssen wir erstmal gucken, was das hier bewirkt. Das Falconett ist in Stellung. Ich muss zum Bug gelangen. So könnte ich reinkommen. Aber dann müssen wir das jetzt losschneiden. Ich muss zum Bug gelangen. Was ist das denn hier? Wahrscheinlich, um von da oben dann wieder irgendwie runterzukommen. Von irgendwo. Von da wahrscheinlich. Ich muss zum Bug gelangen. Ich muss zum Bug gelangen. Hier ist noch ein Dokument. Das darf man nicht vergessen. Ich muss zum Bug gelangen. Ach, das liegt da drin. Da müssen wir ja eh rein. Da ist auch ein Wandgemälde. Nee, kein Wandgemälde. Quatsch. Da kriegen wir ja gleich die Fähigkeit. Schon wieder keine Luft. Manchmal habe ich das Gefühl, es kommt zu früh. Gut. Das Stemmen war wohl zu anstrengend. Sonst liegt hier nichts außer... Ja, genau. Oh, das ist auch gerade alles so dunkel hier. Sind wir doch eigentlich richtig. Können wir hier hochspringen? Jawohl. Naja, da war ich ja schon. Okay, ja, aber da haben wir was Neues entdeckt. Nein, haben wir nicht. Na, wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch, Leute? Knifflig, knifflig. Hm.
wieder zurückschwimmen. Schon da hinten irgendwie lang. Das war schon richtig, dass wir den einen Weg da lang tauchen. Ist doch schon mal richtig. Aha. Das sieht doch gut aus. Ich muss zu der Kiste. Er rührt sich nicht. Ich muss zu der Kiste. Wir konnten doch hier rüberspringen. Von da irgendwie die Kiste lösen. Oder was haben wir hier? Der Baum muss frei sein. Der Baum muss frei sein. Der Baum muss frei sein. Ja, wissen wir. Ich will ja nur mit den Überlebensinstinkten gucken, ob hier noch irgendwas ist. Jetzt machst du erst deine Taschenlampe an, wenn es gar nichts mehr zu sehen ist. Der Baum muss frei sein. Ja, machen wir doch jetzt. Ich muss zu der Kiste. Scheiße, der Baum ist zu weit draußen. Hier können wir auch hoch. Ausrichten. Ich muss den Baum ausrichten. Ich muss den Baum ausrichten. Ja, ja, ja. Ich muss den Baum ausrichten.
muss den Baum ausrichten. Ja, aber ich verstehe gerade nicht wie. Ich muss den Baum ausrichten. Ich muss den Baum ausrichten. Erstmal überhaupt treffen, welcher Baum. Ich habe gerade die Orientierung verloren. Ich habe gerade echt. Ich weiß gerade gar nichts. Dass sie auch so dunkel ist und... Ich muss den Baum ausrichten. Irgendwie blicke ich hier gerade nicht wirklich durch. Ich muss den Baum ausrichten. Müsste ich die Kiste erreichen. Das heißt, jetzt müssen wir wieder da hinten rüberklettern. Sehe ich das richtig? Jetzt müsste ich die Kiste erreichen. Hier sind wir doch wieder falsch, oder nicht? Ah, nee. Jetzt müsste ich die Kiste erreichen. Müsste ich die Kiste erreichen. Nee, Moment. Hä? Doch, von da hinten. Hier. Zu kompliziert. Ich muss die Rahe am Besanmast erreichen. Besanmast erreichen. Ja, jetzt kann man es doch lösen. Mal sehen, was der Kapitän gehortet hat. Und jetzt kommen wir hier rein. Ich muss
hinaus in die Kabine. Da liegt ja auch noch das Dokument. Hallo, Dokument. Notiz des Kapitäns. Wir haben die Einheimischen unterschätzt. An diesem verfluchten Ort wimmelte es von Monstern, die über uns herfielen. Wir konnten sie zurückschlagen und die überlebenden Männer schafften alles Wertvolle, das wir finden konnten, aufs Schiff. Aber der Kampf muss die Höhle geschwächt haben. Sie stürzte ein, als wir sie verlassen wollten. Ich kann sie selbst jetzt noch da draußen hören, wie sie versuchen, sich durch die Trümmer zu graben. So. Die Tore der Hölle ist es nicht. Ein Steinabrieb nein, von den nein, Wänden? Ist es nicht. Es müsste Eroberer sein. Ja, Notiz des Kapitäns. Eher gesagt, des Kapitäns. Gold hat er gehortet. Aber mich interessiert natürlich, was lernen wir hier? Atem des Kaiman 2. Halten Sie unter Wasser noch länger. Zeit, das Schiff zu verlassen. Ja, das ist gut. San Kodorok. San Cordoba. Cordoba, so hieß das Grab. Sehr schön. Also haben wir das auch schon mal abgeschlossen. Dann können wir jetzt weiter nach der Schatulle von X-Shell suchen. Also wieder hier raus. Jetzt nur wüsste, von wo wir gekommen sind. Ja, vorhin eine Strömung runtergerast. Müssen wir das alles wieder hochklettern, aber nicht von hier, sondern von der anderen Seite. Barrikade. Komm mal jetzt hier raus, ich raff überhaupt nichts gerade. Ach, jetzt sind wir durchge... Ja, okay. Falsche Stelle, Entschuldigung.
Ah, ich glaube, ich spiele schon wieder zu lange an einem Stück. Ich habe gerade die letzten 3 Videos in Folge aufgenommen. Da lässt natürlich auch so ein bisschen die Konzentration da. Ein Fähigkeitspunkt haben wir. Wir haben schon eine Menge gelernt. 3 Gräber können wir noch meistern. 4, Entschuldigung, da haben wir noch 1. Und 2 Fähigkeiten erhalten wir noch durch den Story-Fortschritt. Und das Einzige, was wir uns an einem Fähigkeitspunkt jetzt kaufen könnten, wäre hier, selbst das nicht, wäre nur der Schritt des Soazin. Sprünge, Landungen und Stürze sind leiser. Belegen wir das doch auch einmal. Dann haben wir nämlich die 1 Kosten tatsächlich, glaube ich, jetzt alle belegt. Dann sind wir da unten hergekommen, oder? Sind wir hierher getaucht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube ja. Einfach geradeaus weiter tauchen. Genau, hier verlassen wir nämlich gerade das Grab wieder. Gestalt wollten wir, ja. Genau, hier ging es dann zum Grab. Da liegt ja noch was an. Nee, das war das Lagerfeuer, ne? Nee, Käfer krabbelt hier rum. Sehr rutschig aus. Dann diese leckeren Viecher wieder. Das war nur ein Geräusch. Mm.
Ach, wir haben gar nicht mehr auf diese Figuren hier geguckt, aber ich habe auch gar keine mehr gesehen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht kommt da ja noch welche. Aber irgendwie glaube ich es gerade nicht. Die Herausforderung habe ich jetzt ganz vergessen. Endlich finden wir die Schrotflinte. Damit kommen wir an so vielen Stellen jetzt weiter. Bischof 600. Das müssen die verschwundenen Trinity-Soldaten sein. Dann nutze ich doch mal direkt das Lager hier, die Cenote-Tempel-Ruinen, um die frisch gefundene Schrotflinte auch aufzuwerten. Können wir hier auch noch was machen? Nö, das ist doch schon alles voll. Vollständig, vollständig. Vollständig. Wieso die Gold Edition? Nee. Warum denn die Gold Edition? Ich nehme die normale. Wir erhöhen hier erstmal ordentlich den Schaden. Kapazität, dann die Feuerrate und das Nachladetempo. Und als letztes dann die Präzision, sofern wir dafür noch genug Rohstoffe haben. Ach, das letzte kriegen wir nicht hin, da fehlt uns noch ein Bergungsgut. Sehr schön. Jetzt können wir auch endlich diese Barrikaden zerschießen. Das heißt, wir müssten auch nochmal zurück nach Kuvakiaku. Das können wir dann auch zu 100% abschließen, jetzt mit Schrotflint und Dietrich. Die Herausforderungsfiguren nicht mehr. Hingen die doch alle am Anfangsgebiet am See? Weil das sieht doch aus wie so eine Figur, die wir vorhin runtergerissen haben. Oder nicht? Gleich hier nochmal Glück, dass die hier kommen. Ich weiß es nicht. Oh. Da sind sie wieder, meine kleinen Freunde. Sind das Kannibalen? Okay.
schalten die aus? Nichts wie weg. Ey, das sind doch keine Menschen, das ist doch irgendwas. Da ist noch einer. Aber vielleicht doch nicht die Abbilder verpasst. Kommen die vielleicht doch noch alle hier auf dem letzten Stück? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Sollte sich eigentlich noch drehen. Wenn das Wasser hier durch kann, dann schaffe ich das auch. Hier haben wir schon mal das Relikt. Dieser Rosenkranz ist ein reich verziertes Exemplar der birgittinischen Variante und hat 6 anstatt der üblichen 5 Gesetze. Da ist irgendetwas eingraviert. Birgittinischer Rosenkranz. Andres Lopez? So, das gehört zum Missionar. Ey, komm her. Was blockiert das hier? Irgendetwas blockiert den Mechanismus. Das hier können wir ja abklöppeln. Das
war's. So müssten wir durchkommen. Ich muss das Ding selbst drehen. Hast du doch schon. Steh ich nicht so an. Ist doch schon in der richtigen Position. Oder nicht? Doch. Das Überlebensversteck mitnehmen. Dann hier wieder an die Oberfläche, damit wir nicht ersticken. Oh, das kann man auch mit dem da. Oh, hallo. Ich wundere es trotzdem, wie selten wir diese Figuren finden, die noch unsere Herausforderung sind. Und so viel kommt jetzt doch nicht mehr. Hallo, Falle. Ah, okay. Man kann es also doch ausweichen. Und wir finden hier noch ein Dokument. Undatiert. Fremdartige Krieger verfolgten uns durch die Höhlen. Wir rannten, zu schnell für eine genaue Beschreibung. Die meisten Soldaten fielen im Kampf. Sie schlugen sich tapfer, waren aber unterlegen und in der Unterzahl. Irgendwann erreichten Lopez, ich und ein einziger überlebender Soldat einen prachtvollen Tempel. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie jemand ein derartiges Bauwerk so tief unter der Erde errichten konnte. Eine massive Tür versperrte uns den Weg. Lopez befahl Perez, dem letzten überlebenden Konquistador, mit verzweifelter, brüchiger Stimme Wache zu halten, während wir den Mechanismus untersuchten. Die Tür öffnete sich, doch unsere Freude über diesen Erfolg fand ein abruptes Ende, als wir Perez' Todesschreie hörten. Diese Laute verfolgen mich noch immer. Das gehört bestimmt zur Tore der Hölle. Ja. So, unten scheint das letzte Dokument zu sein. Das vorletzte. Was ist denn da hinten? Erstmal haben wir hier noch einen Moment. Nochmal das Tagbuch von Serrano. 1. Dezember 1603. Ich wurde mitten in der Nacht durch ein seltsames Geräusch geweckt. Lopez starrte noch immer ins Feuer, obwohl es inzwischen nur noch aus Glut bestand. Ich fragte ihn, ob er das Geräusch ebenfalls gehört hatte, erhielt als Antwort aber nur ein Knurren. Ich legte ihm eine Decke über die Schultern und fachte das Feuer wieder an. Dann setzte ich mich und lauschte. Ich hörte weit entfernte Schreie und Zischlaute, die vermutlich durch die Windungen der Höhle verzerrt wurden. Doch unter all diesen Geräuschen war noch etwas anderes. Ein schwaches Summen. Ich habe so etwas schon zuvor gehört, jedoch nur selten und auch nur, wenn ich tief ins Gebet versunken war. Es klang wie die Stimme Gottes. So,
Tore der Hölle. So, alle Dokumente. Es fehlt noch das Überlebensversteck, noch ein Lager und wir müssen immer noch diese Figuren umreißen. Was das da hinten ist, weiß ich nicht. Hinter der Tür. Die Schatulle. Mal austesten, wie lange wir jetzt durch den Atem des Kaiman 2 die Luft anhalten können. Sieht bis jetzt ja doch ganz gut aus. Da haben wir noch eine dieser Figuren. Aber hier werden jetzt auch Gegner kommen. Ist auch klar. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, noch eine wegreißen. Fehlen nur noch zwei. Durchaus möglich, dass wir die doch hier finden. Aber ich schaue mich hier außen um. Weil alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ist ja gut. Herausforderung, um diese Karte hier auf 100% zu bringen. Hier könnte die Schatulle sein. Davon gehen wir aus. Dafür sind wir auch hier. Dafür habe ich nicht genug Platz. Sieht trotzdem schwer nach. Ihr seid mir vielleicht. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. 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 Ja, das wissen wir. Ich will mich doch hier noch umgucken. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Fräulein, ich glaube, ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich sehe doch, was ich machen muss. Thank you.
heißt, wir müssen erst von oben das richtig einstellen und dann Schritt für Schritt runterführen, oder wie? Ah, Moment. Fangen wir erstmal mit dem an. Richtung. Ich glaube, wir müssen mit dem oberen anfangen. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Und ich dachte, ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Haben wir hier kein Lager, dass wir mal kurz an dem Rad speichern können? Hier war doch gerade was. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Wir scheinen hier auch irgendwo noch dieses Viecher zu haben. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ist bald gut, Fräulein. Irgendwas blockiert da. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Jetzt traf ich es erst. Jetzt brauchen wir natürlich, um hier rüber zu kommen. Okay, ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Wir brauchen vor allen Dingen noch zwei Figuren. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Die ich hier aber nirgendwo sehe. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Jetzt halt doch mal den Mund. Wir wissen doch, was wir machen sollen. Da haben wir noch eine, oder? Nee, das ist nur so eine. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Hatten wir hier nicht noch irgendwo ein Lager, das ich noch mal schnell speichern kann? Nein. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, das ist doch nicht schön. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Blau, baust fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Fließendes Wasser an dem Rad. Ach, jetzt bin ich wieder komplett zurückgegangen. Genau in die falsche Richtung. Ja, Leute, ich überziehe wieder zu extrem. X-Chell und Shuck-Chell schützen die Schatulle. Fängt an, ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Moment. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Da hinten war doch noch mal...
Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich habe gerade ganz genau da hinten, habt ihr es gesehen? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Da müsste doch dann noch eine Figur sein, die wir runterreißen können. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Das hat doch eben geleuchtet. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ach so, Moment, Leute. Nein, gut. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Schaffen wir das so nicht? Schade. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Wie kriegen wir das denn dann auf? Von der anderen Seite? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Wie dem auch sei, ich werde hier einfach jetzt mal speichern und das im nächsten Video fortführen, weil ich glaube, A, brauche ich eine Pause jetzt nach 4 Videos und B, werde ich das in so kurzer Zeit jetzt ja auch nicht mehr schaffen. Dafür fehlt aktuell einfach die Konzentration. Da muss ich hier leider mitten im Bergtempel. Ist das überhaupt noch der Bergtempel? Nein, das heißt anders. Nee, wir sind im Cenote. Der Bergtempel, das war ja vorher, schon weit zurück. Ihr seht ja, hier unten kommt ja auch noch ein Stück und wir haben auch noch eine Herausforderung, die wir schaffen müssen und ein Lager wird ja auch noch auf uns warten. Das schaffe ich nicht mehr und wir haben jetzt schon überzogen, deswegen speichere ich an dieser Stelle, mache hier einen kleinen Cut und den Cenote führen wir dann im nächsten Video fort und hoffentlich das auch dann auch erfolgreich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei meinem nächsten Video wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.